Karst van Klapscheut. Dieser Glanzfuchs aus Zangersheide stammt aus dem Jahr 2018. Er misst 1,69 Meter und bringt die hervorragende Typausprägung seines väterlichen Großvaters Casal in vortrefflicher Weise mit. Sein Vater Casalo Z hat seine Qualität im Parcours unter Pier Giorgio Bucci mehrfach bewiesen. Das Paar konnte Siege in 1,60-Springen auf 5-Stern-Niveau für sich verbuchen. Der Mutter-Vater-Präsident zählt durch seine siegreichen Nachkommen nach wie vor zu den besten Vererbern der KWPN-Zucht und besticht mit seiner Wertigkeit auch in der gesamten Hengst-Weltrangliste. Der im Pedigree folgende Vigo da Suy war gefeierter Champion der Weltreiterspiele unter Philippe Lejeune und liefert beständig Spitzenpferde und Curt-Champions in allen europäischen Zuchtgebieten. Krass in der Paarung habe ich erst für mich gedacht, dass man Cast mit Stuten zufügen sollte, die ein super schönes Gesicht haben, die langbeinig sind. Mittlerweile sind, ich glaube, 10 Cast-Fohlen geboren, aus allen möglichen Stuten. Vor allen Dingen mein Partner Christian Schröder hat, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Cast-Fohlen. Alle Fohlen haben ein schönes Gesicht, alle Fohlen haben ein schönes Auge, sind langbeinig, auch aus Stuten, wo man wirklich weiß, die schon mal große Köpfe vererbt haben. Dann habe ich auch zu Christian gesagt, ich sage, Christian, das ist jetzt aber gewagt, so eine Lord Z-Stute mit dem großen Kopf zu Cast zu bringen. Weil er selber hat ein klein bisschen Ganasche und da hatte ich selber so ein bisschen Angst vor. Aber das war, wie gesagt, nur eine Empfehlung, wie es immer nur Empfehlungen sind. Ich kann natürlich auch nicht reingucken, wie sich ein junger Hengst vererbt. Ich kann ja nur davon reden, was er, wie vielleicht der erste Eindruck für mich so erscheint. Und alle sind mit einem schönen Gesicht geboren und mit einer guten Größe. Das hat uns natürlich als Besitzer ganz stolz gemacht. Und übers Reiten, ja, da kann Thea, glaube ich, ein paar Frequenzen zu sagen. Er macht in der täglichen Arbeit unheimlich viel Spaß, so von unten, wenn man ihn von unten anguckt. Thea kann ja noch einmal über das Gefühl erzählen, wenn man oben drauf sitzt. Karst van Klapscheut ist ein Pferd mit sehr guten Reiteigenschaften. Er hat ganz viel Takt, er hat eine gute Losgelassenheit, eine gute Durchlässigkeit. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, aber man muss natürlich auch in der Arbeit immer aufpassen, ihn nicht zu überfordern. Es ist ein 4-jähriges Pferd, das voll in der Entwicklung steht. Ich glaube auch, er braucht etwas mehr Zeit in der Entwicklung. Er hat sehr viel Kraft in der Oberlinie, aber es ist ein kurzer Hengst, ein hochbeiniger Hengst. Und ich würde ihm gerne die Zeit geben, seine eigene Balance zu finden und ihn ganz schonend ausbilden. Ich glaube, es wird mal ein ganz, ganz gutes Pferd. Er ist sehr, sehr vorsichtig am Sprung. Er macht einen guten Sprung. Vielleicht weiß er jetzt noch nicht, wie genau er seinen Körper benutzen soll. Aber wenn er das herausgefunden hat, dann ist es bestimmt ein Top-Pferd. Karst van Klapscheut ist der zweite Hengst, den wir bei der Familie van Rossem gekauft haben. Der erste Hengst war Diamant van Klapscheut. Wir waren von ihm so begeistert, dass wir gerne noch was aus der Familie haben wollten. Karst ist über Casalo Z holsteinisch geprägt. Casal Carthago ist der Vater, der selber unter Piero Giorgio Bucci im internationalen Sport erfolgreich war. Dann über Präsident, Vigo und Darko, die Vigo-Stute. Goriana van Klapscheut war selber in der Global Champions Tour mit Pilar Cordon erfolgreich. Die Urgroßmutter Goriana van Klapscheut, wie schon angesprochen,
Bei Diamant van Klapschütt war selber auch in 1,60 Meter Springen erfolgreich. Und die Ururgroßmutter Yriana, die war ebenfalls bis 1,50 Meter Springen international erfolgreich. Und einfach diese starke Mutterlinie hat uns jetzt zwei ganz verschiedene Hengste gebracht, die ja, beide sehr interessant gezogen sind, beide auf dieselbe Stute, also auf Koriana van Klapschütt zurückgehen, aber auch für verschiedene Stuten interessant sind.